Guten Tag, herzlich willkommen hier bei uns in Zell-Arena in der reformierten Kirche. Christus ist das Licht der Welt. Er soll uns leuchten auf unserem Weg. Ich zünde nun auch hier in Zell-Arena eine Woche verspätet die Osterkerze an. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Bruder und Herrn Jesus Christus. Die aber, die auf Gott hoffen, empfangen neue Kraft, wie Adlern wachsen ihnen Schwingen. Makwels chi spereshan syndia archaivan nova forza, skutalas aivlas, als Kreschan Elas. Liebe Gemeinde, mit diesen Worten aus dem Jesaja-Buch begrüße ich Sie ganz herzlich hier in Zell-Arena zum reformierten Gottesdienst. Letztes Wochenende haben wir Ostern gefeiert, die Auferstehung Christi, und auch diesen Sonntag
sind wir noch mitten in der Osterzeit. 50 Tage dauert diese Zeit der Freude, des Aufbruchs, des neuen Lebens. Jesus Christus, der Auferstandene, er war gekennzeichnet vom Leiden. Er trug die Wundmale. Ich denke, es herrschte also keine Partystimmung. Aber der Auferstandene ließ sich nicht aufhalten. Es wird erzählt, dass er sogar durch Wände ging. Und die Freude seiner Gemeinschaft war echt, sie war groß. Menschen wurden in Bewegung gesetzt. Eine neue Bewegung kam in Gang, die bis heute in unsere Zeit hineinreicht. Wir können nicht durch Wände gehen, in die wir heute eingesperrt sind zu Zeiten des Coronavirus. Aber auch wir stehen vor einem neuen Aufbruch. Zwar gelten die Corona-Regeln noch, aber wir hören in den Medien von einem Licht im Tunnel, von einzelnen eintreffenden Lockerungen. Unser Predigttext heute steht im Jesaja-Buch. Der Prophet spricht darin zu den Israelitinnen und Israeliten im Exil und will ihnen wie uns heute auch Mut machen. Über diesen Text wollen wir nachher in der Predigt nachdenken. Lasst uns beten. Wunderbarer Gott, Vater Jesu Christi, unser Vater, dein Licht scheint in der Nacht, dein Leben überwindet den Tod, dein Wort durchdringt die Mauern des Grabes. Durch die Auferstehung Jesu Christi hast du dem Tode die Macht genommen. Das Leben siegte über den Tod. Auch unsere Untaten und Fehler hast du hinter uns gelassen. Mit dir und unseren Mitmenschen, aber auch mit uns selber hast du uns versöhnt. Manchmal sind wir mutlos, kleingläubig und können deine Wunder nicht sehen. Lass uns all das nun ablegen und offen sein für deinen Geist, der Heil macht, erlöst und neues Leben schenkt. Stärke uns in Glauben, Liebe und Hoffnung und lass uns gemeinsam mit allen Geschöpfen dich, Gott, Schöpfer alles Lebens, loben und preisen. Komm zu uns, wecke uns, ruf uns ins Leben. Amen. Ich lese aus Psalm 116. Ich liebe Gott, denn er hört meine Stimme, mein Flehen. Er hat sein Ohr zu mir geneigt. Ich will ihn anrufen mein Leben lang. Stricke des Todes hatten mich umfangen. Ängste des Totenreichs mich befallen. Ich geriet in Not und Kummer. Da rief ich den Namen Gottes an. Ach Gott, rette mein Leben! Gnädig ist Gott und gerecht, und unser Gott ist barmherzig. Gott behütet die Einfältigen, bin ich schwach, so hilft er mir. Finde wieder Ruhe, meine Seele.
denn Gott hat dir Gutes getan. Du hast mein Leben vom Tod errettet, mein Auge von Tränen bewahrt, meinen Fuß vor dem Sturz. Ich darf einhergehen vor Gott im Land der Lebenden. Den Kelch der Rettung will ich erheben und den Namen Gottes anrufen. Ich lese den Predigttext aus dem Buch Jesaja, 40. Kapitel. Blickt nach oben und seht, wer hat diese geschaffen? Er, der ihr Heer hervortreten lässt, abgezählt, sie alle ruft er mit Namen herbei. Der Fülle an Kraft wegen und weil er vor Kraft strotzt, geht kein einziger und keine einzige verloren. Warum, Jakob, sagst du, und Israel, warum sprichst du, mein Weg ist Gott verborgen und mein Recht entgeht meinem Gott? Hast du es nicht erkannt? Hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist der Ewige, der die Enden der Erde geschaffen hat. Er ermattet nicht und wird nicht müde. Seine Einsicht ist unerforschlich. Dem Ermatteten gibt er Kraft, und wo keine Kraft ist, gibt er große Stärke. Und junge Männer ermatten und werden müde, Männer straucheln unvermeidlich. Die aber, die auf Gott hoffen, empfangen neue Kraft. Wie Adlern wachsen ihnen Schwingen, sie laufen und werden nicht müde. Sie gehen und ermatten nicht. Liebe Gottesdienstgemeinde, im Mailänder Dom hält ein Adler dem Evangelisten Johannes das Tintenfass. Vielleicht wollte der Künstler hier den Adler als Diener des Evangelisten oder als göttliche Inspirationsquelle darstellen. Der Adler ist ein beliebtes Symbol in der christlichen Ikonografie. 12-mal kommt in der Bibel der Adler vor. Vor allem im Alten Testament wird er oft erwähnt. Der Adler mit seinen großen Flügeln, seinem ausgezeichneten Sehsinn, seiner Stärke und Kraft ist ein eindrückliches Symbol. Auch mich fasziniert dieses Tier. Vielleicht kennen Sie das Symbol der Taube für den göttlichen Geist. Auch der Adler ist wie die Taube in der christlichen Tradition ein Sinnbild für Gottes Geistkraft. Die Schnelligkeit, die Stärke und Kraft dieses Tieres und auch die guten Augen deuten auf Gott und seine Eigenschaften, auf seine Allmacht und Allwissenheit. Im Buch Exodus vergleicht sich Gott selber mit einem Adler, wenn er zum Volk Israel spricht: Ihr habt selbst gesehen, was ich Ägypten getan und wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und hierher zu mir gebracht habe. Der zum Himmel aufsteigende Adler steht in der Bibel als Sinnbild für die Verjüngung, dann auch für die Auferstehung.
In Psalm 103 steht: Dem Adler gleich erneuert sich deine Jugend. Und nun wird im heutigen Predigttext im Buch Jesaja der Adler erwähnt. Die aber, die auf Gott hoffen, empfangen neue Kraft, wie Adlern wachsen ihnen Schwingen, sie laufen und werden nicht müde, sie gehen und ermatten nicht. Weit weg von Jerusalem und Juda, dem Heimatland der Israelitinnen und Israeliten, spricht der Prophet Jesaja diese Worte. Er lebt wie das Volk Israel im Exil in Babylon. Seine Verkündigung war kein großer Erfolg. Jesaja ist auf erhebliche Zweifel und Einwände, ja sogar auf Ablehnung und Anfeindung gestoßen. Unser Prophet scheint selber aber überzeugt von seiner Botschaft zu sein. Er glaubte, dass eine Wende, eine neue Zeit angebrochen war. Die Verhältnisse für die Israelitinnen und Israeliten würden sich ändern. Ja, es beginnt für den Propheten eine eigentliche Erlösungszeit. Jesaja ist überzeugt, der einzige und alleinige Gott wird diesen Wandel herbeiführen. Der Gott des Himmels hat die ganze Welt erschaffen. Er leitet auch das Geschick der Menschheit. Darum wird er auch jetzt die große Wende bringen. Diese Texte in der Mitte des Jesaja-Buches sind voller Hoffnung, teilweise sogar euphorisch. Wir in der Kirche lesen diese Texte oft in der Adventszeit als Vorfreude auf Weihnachten, die Geburt Christi hin. Die Gemeinde im Exil in Babylon wurde vor vielen Jahren aus Jerusalem deportiert. Sie ist jedoch, wie erwähnt, nicht so ohne weiteres von dieser Hoffnungsbotschaft zu überzeugen. Immer wieder muss der Prophet ihnen zusprechen. Die Zweifelnden, Verzagten sagen: Mein Weg ist Gott verborgen und mein Recht entgeht meinem Gott. Die Israeliten im Exil denken, dass Gott ihr Unglück nicht sieht. Doch der Prophet widerspricht ihnen. Der ewige Gott, der Schöpfer der ganzen Erde, ermattet nicht und wird nicht müde. Seine Einsicht ist unerforschlich. Seine große Kraft möchte Gott denen weitergeben, die auf ihn vertrauen. Während die jungen, kräftigen Männer ihre Kraft verlieren, gibt Gott dem Ermatteten Kraft, und wo keine Kraft ist, gibt er große Stärke. Jesaja sagt: Wie Adlern wachsen ihnen Schwingen, sie laufen und werden nicht müde, sie gehen und ermatten nicht. Der Prophet möchte damit wohl sagen: Wer ausharrt, wer Geduld hat, dem wachsen wie einem Adler Schwingen, der kann scheinbar mühelos und ausdauernd in der Luft gleiten. So mahnt der Prophet die Gemeinde, auszuharren und Geduld zu haben und sich der Führung Gottes anzuvertrauen, auch wenn sie diese Führung nicht immer verstehen. Wir heute wissen, wenige Israelitinnen und Israeliten sind aus dem Exil zurück nach Jerusalem gekehrt. Vielleicht fehlte vielen trotz allem das Vertrauen, oder sie hatten sich in Babylon im fremden Land heimisch gemacht. Es war ihnen nicht möglich, Jerusalem und die Heimkehr ins Heimatland als Ziel neu in den Blick zu nehmen. Doch diejenigen, die zurückkehrten, konnten ihre Stadt und den Tempel wieder aufbauen. Vielleicht war der Prophet Jesaja etwas gar zu euphorisch. Aber die Geschichte Gottes mit dem Volk Israel ging weiter. Mich sprechen heute bei dieser Bibelstelle folgende zwei Punkte an. Erstens, Gott sieht. Gott sieht das Unrecht und das Leid der Menschen.
Gott schaut nicht weg. Gott thront nicht selbstgenügsam im Himmel, sondern nimmt Anteil am Geschick der Menschen. Er sieht auch uns heute mit unserer Freude, mit unserem Leid. Gott sieht nicht in erster Linie als strafender Gott, sondern zuerst einmal als liebender Gott. Gott ist Liebe und Gottes Liebe verwandelt. Gottes Liebe kann Veränderungen bewirken, zuerst einmal in uns selber. Wenn wir zur Ruhe kommen, wenn wir nicht unter beruflichem oder privatem Stress stehen, wenn wir aufmerksam sind für das, was sich in uns bewegt, dann kann etwas Neues in Gang kommen. So wie das Volk Israel nicht im Exil blieb, sondern die Möglichkeit erhielt, nach Jerusalem zurückzukehren, so können sich auch für uns neue Perspektiven eröffnen. Zweitens, Gott schenkt neue Kraft. Gott als Schöpfer der Welt ist nicht nur der eine Gott, der die Welt vor vielen tausend Jahren erschaffen hat, er ist auch heute schöpferisch am Werk. Gott gibt aller Kreatur Leben. Er möchte auch den Müden, Erschöpften, Erniedrigten die Kraft zum Aufbruch schenken. Ich weiß, dass das nicht so einfach ist zu glauben. Auch ich mache die Erfahrung, dass diese Kraft nicht immer vorhanden ist. Wir im Christentum kennen auch das Kreuz. Auch Christus erhielt am Kreuz keine Kraft und musste sterben. Doch Gott führte ihn dahin durch und führte ihn zur Auferstehung. Wichtig scheint mir, dass wir ein Ziel vor Augen haben. Es braucht auch uns Menschen. Ich glaube, wer auf Gott vertraut, der erhält neue Kraft. Nicht immer spüren wir diese Adlersflügel. Oft merken wir erst im Rückblick, dass uns Gott geholfen hat. Von Friedrich Schelling, einem Philosoph der Romantik, wird folgender Vers über den Adler überliefert. Die Kraft des Adlers im Flug bewährt sich nicht dadurch, dass er keinen Zug nach der Tiefe empfindet, sondern dadurch, dass er ihn überwindet, ja ihn selbst zum Mittel seiner Erhebung macht. Das Leben lehrt uns, dass es immer wieder auch Gründe gibt, nach unten zu schauen, nicht wie ein Adler zum Himmel zu fliegen. Vieles zieht uns nach unten. Aber ich bin überzeugt, Gott möchte uns die Kraft schenken, trotz oder sogar durch diese Schwierigkeiten des Lebens nach oben zu schauen und mit Gott als Ziel vor Augen immer wieder neu aufzubrechen. Amen. Thank you.
Barmherziger Gott, dich loben wir, dich preisen wir, aus Freude an unserem Leben, aber auch in der Hoffnung auf deine Hilfe. Breite deine Gerechtigkeit aus über unsere Welt, damit sie neuen Glanz erfährt. Guter Gott, sieh uns an. Schau auf alle, die von Tod und Verachtung, von Unterdrückung und Unrecht gezeichnet sind. Hilf ihnen, zu ihrem Recht zu kommen. Heile ihre Wunden und schenke ihnen neue Lebenskraft. Wir bitten dich auch für alle, die mit Hingabe arbeiten. Schenke ihnen Momente der Ruhe, damit sie Distanz erhalten zu ihrer Arbeit und bedenken können, was zum Guten führt. Lass uns alle in Würde leben. Lass uns nicht müde werden in der Hoffnung auf dich, Gott. Schenke uns Adlerflügel, damit auch wir neu aufbrechen. Gib uns die Kraft dazu. Darum bitten wir dich, großer Gott, durch den Auferstandenen, Jesus Christus, der uns allen ein Bruder ist. Amen. Nun wollen wir gemeinsam das Gebet sprechen, das Christus uns selber gelehrt hat, das unser Vater. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich komme langsam zum Ende des Gottesdienstes. Ich möchte allen danken, die an diesem Gottesdienst mitgearbeitet haben. An der Orgel hat Monika Brüner gespielt. Der Sigristendienst hat Jerome Rubli übernommen. Die Blumen hat Monika Gruber vorbereitet.
Und natürlich danke ich auch dem Regisseur Filippo Gianni für die Aufnahme und die gute Zusammenarbeit. Der nächste Gottesdienst wird in einer Woche am 26. April von der Kirche San Nicolò in Pontresina ausgestrahlt. Diesem wird Pfarrer Dominik Fröhlich-Walker vorstehen. Die Kollekte von heute ist für das evangelische Hilfswerk Brot für alle. Ich danke Ihnen, wenn Sie diesem Hilfswerk etwas überweisen. Gerade in diesen schwierigen Zeiten ist die nachhaltige Hilfe sehr wichtig. Eia als Chiavish una Dumenja recreativa et tuot il bun per Leivna Civain. Zum Abschluss möchte ich noch den Segen spenden. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz bestimmt an jedem neuen Tag. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott wende dir sein Angesicht zu und schenke dir Frieden. Musik.